Widerstand ist zwecklos. Hallo, heute möchte ich mit einer Serie beginnen, die zeigt, wie ich meine Modelleisenbahnanlage aufgebaut habe. Diese Serie umfasst mehrere Filmteile, in denen gezeigt wird, wie die Anlage geplant wurde, den Aufbau der Module, das Verkabeln der Gleise und Signale und das Gestalten der Landschaft. Noch eine Information vorneweg. Meine Anlage hier ist nicht aufgebaut wie eine klassische Anlage. Klassisch im Sinne von, man nehme eine quadratische Platte, macht ein paar Gleise drauf, Häuschen drumherum, etc. pp. Sondern ich wollte eine Anlage haben, die man auch bequem zerlegen kann, transportieren kann. Darum besteht meine Anlage aus verschiedenen Segmenten. Noch ein Vorteil hat diese Bauweise, man kann sie immer wieder erweitern. So, und jetzt zum ersten Teil. Da geht es darum, den Bahnhof zu planen und den Aufbau der Module. Zuerst zeichne ich mir einen Gleisplan. Hier blau dargestellt sind die Hauptgleise, grün dargestellt ist ein Nebengleis und rot dargestellt sind die Abstell- und Rangiergleise. Orange sind die Einfahrsignale, gelb sind die Ausfahrsignale und braun sind die Sperrsignale. Hier ist noch das Empfangsgebäude, der Bahnsteig, der Lokschuppen, ein Stellwerk und eine Güterhalle. Und so sieht mein Plan dann fertig aus. Als nächstes verlege ich probeweise die Gleise, um zu sehen, wie breit mein Modul werden muss. Geplant ist, dass die zwei Bahnhofsmodule maximal 55 cm breit sind und 80 cm lang. Alle weiteren Module sollen eine maximale Breite von 42 cm haben. Der ursprüngliche Gedanke war, die Module nur so groß zu machen, dass sie bequem in einen Kofferraum passen, um sie transportieren zu können. Nachdem die Bretter jetzt passend zugeschnitten sind, bohre ich rundum Löcher und senke die Löcher für die Schrauben, damit die Schraubenköpfe nicht überstehen. Und das mache ich mit allen Brettern, die ich jetzt brauche. Hier sind jetzt die Bretter, die ich brauche für die Bahnhofsmodule. Bevor ich die Module jetzt zusammenbaue, repariere ich die zwei Bretter, an denen die zwei Module zusammengeschraubt werden sollen. Dazu nehme ich mir jetzt zwei Bretter der Stirnseite
und auf ein Brett markiere ich drei Stellen, an denen ich Löcher bohre für M6er Madenschrauben. Nach dem Bohren die Löcher glatt schleifen und dann die Madenschrauben eindrehen. Nachdem die Madenschrauben jetzt eingedreht sind, nehme ich mir das zweite Brett und verbinde die beiden Bretter mit Schraubzwingen. Dann nehme ich mir eine der Verbindungsschrauben für die zwei Module und drehe die durch die Madenschraube in das zweite Brett. Und zwar so, dass auf dem zweiten Brett eine Markierung hinterlassen wird. So, Schraubzwingen wieder lösen. Und hier sieht man jetzt die Markierung, die die Schrauben hinterlassen haben. Und da kann ich jetzt passende Löcher bohren für die Verbindungsschrauben. Nach dem Bohren nochmal drüber schleifen und dann werden die beiden Bretter mit den Originalschrauben, so wie es also später sein soll, zusammengeschraubt. Jetzt baue ich noch Positionsstifte ein. Das sind eigentlich einfache Holzstifte, die es später erleichtern, beide Module zusammenzuschrauben, damit man die Löcher leichter findet. Dazu bohre ich zwei Löcher durch das eine Brett durch bis in die Hälfte von dem zweiten. Nach dem Bohren das Kantholz einstecken, anzeichnen, absägen und festleimen. Optimal ist natürlich ein Rundholz, habe ich momentan keins gehabt, Kantholz geht auch. Oder ihr nehmt einfach Holzdübel, die müsst ihr allerdings auf der einen Seite ein bisschen glatt schleifen. So, dann können wir jetzt den Rahmen für das erste Modul zusammenschrauben. Die Seiten werden mit Winkelschraubzwingen befestigt und dann zusammengeschraubt.
am Schluss noch die Bodenplatte oder Deckplatte aufschrauben. Dann werden die Schrauben verspachtelt und geschliffen. Und dann ist eigentlich das erste Modul schon fertig. Hier nochmal der Zusammenbau eines Bahnhofsmoduls im Zeitraffer. Und das hier sind meine ersten drei fertigen Module. Ja, und so sieht das Ganze dann zusammengelegt aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.